Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt, das habe ich verloren. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas oder jemanden verloren haben. Was kann man verlieren? Man kann Geld verlieren, man kann einen Menschen verlieren, man kann einen Partner verlieren, man kann das Augenlicht verlieren oder man kann die Ehre verlieren, man kann einen Prozess verlieren. Also ich glaube, an Beispielen gibt es eine ganze Menge. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, wenn euch so etwas passiert ist, widerfahren ist, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Sabine ist die Erste heute Nacht. Guten Morgen, 26 Jahre alt. Hallo. Hallo Sabine. Was hast du verloren? Ich habe meinen Partner verloren. Durch Suizid letztes Jahr im Januar. In diesem Januar? Letztes Jahr. Letztes Jahr im Januar. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? 2 Jahre. Warum hat dein Partner das getan? Wegen mir. Wegen dir? Ja. Erklär mal genau. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, wir hatten Streit und ich wollte diese Beziehung, wie sie zu dem Zeitpunkt war, wollte ich es einfach nicht mehr. Ich wollte eine Auszeit haben. Ich wollte mir meine Gefühle klar werden, was ich wollte. Und ich habe eine Tochter, die ist 4 Jahre alt. Und ich konnte das einfach so nicht mehr, wie es gewesen ist. Das ist aber nicht euer gemeinsames Kind. Nein, das ist nicht unser gemeinsames Kind. Was waren denn die Hauptstreitpunkte, die Knackpunkte in der Beziehung? Gar keine eigentlich. Wenn ich im Nachhinein denke, überhaupt eigentlich keine, wo man sich hätte drüber aufregen können. Na gut, aber damals hattest du das Gefühl ja, dass es nicht mehr geht. Warum hattest du damals das Gefühl? Weil es wirklich nur Kleinigkeiten waren, über die er sich aufgeregt hat, wo wir uns dann einfach so drüber gestritten haben, dass sich das dann so hochgeschaukelt hat. Achso, und da hast du dann gesagt, dann will ich gar nicht mehr. Nicht, dann will ich gar nicht mehr. Ich habe mir das ja eine lange Zeit mit angeguckt und ich habe versucht, ihm zu helfen, wo ich konnte. Das ist nicht der erste Suizidversuch gewesen, den er gemacht hat. Nein, ich meinte jetzt, es waren so Kleinigkeiten, über die ihr gestritten habt. Und dann hast du gesagt, ich kann nicht mehr, ich will eine Auszeit haben. Weil er dann aggressiv geworden ist. Mhm. Weil er dann über diese Kleinigkeiten gestolpert ist. Und das hat sich alles, das andere. Sag mal ein Beispiel für diese Kleinigkeiten. Die letzte Kleinigkeit des Gewissens war eine Tasse. Eine Tasse? Das hört sich total banal an und es ist auch total idiotisch gewesen. Was war mit der Tasse? Ich habe sie jemand anders gegeben, es war seine Tasse und diese Tasse habe ich eben jemand anders gegeben und nicht ihm. Und das war einfach, ist einfach idiotisch gewesen. Er hat sich im Januar vor einem Jahr das Leben genommen. Ja. Wie hat er das getan? In der Garage aufgehängt. Hast du ihn gefunden? Ja. Was hast du gemacht in dem Moment? Ich weiß es gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und dachte eigentlich, er ist gar nicht da. Ja, und dann konnte ich aber sehen, dass bei uns im Schlafzimmer Licht brannte und ich habe mich gefreut, ach, er ist doch noch da und jetzt reden wir einfach nur über alles. Und dann bin ich die Einfahrt bei uns hoch und dann habe ich Licht in der Garage gesehen und dafür war für mich eigentlich alles klar. Und ach, da hattest du schon eine schlimme Ahnung. Ja. Dann habe ich das Garagentor aufgemacht und ich habe es sofort wieder fallen lassen. Ich habe ihn da gesehen und es waren Bruchteile von Sekunden nur. Ich weiß noch, dass ich angefangen habe zu schreien, dann bin ich zu unserem Nachbarn rüber und der hat mir dann geholfen. Und dann irgendwann kam die Polizei, der Krankenwagen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Warst du so geschockt? Wie alt ist dein Partner geworden? 26. 26, ja. Hat er einen Brief hinterlassen? Er hat ein Video aufgenommen. Ein Video sogar? Und was hat er gesagt auf dem Video? Dass er sich für alles entschuldigt, was er getan hat. Dass er sich dafür entschuldigt, dass er sein Versprechen mir gegenüber nicht halten konnte. Eben weil er schon mal versucht hat und er mir dann versprochen hat, das wirklich nie wieder zu tun. Ja, er hat es einmal vorher versucht. Zweimal. Ja, und dass er mich halt liebt und dass ich keine Schuld habe an dem und dass ich mich nicht schuldig fühlen sollte. Und aber das hat er explizit gesagt. Er hat dir keinerlei Vorhaltungen gemacht. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Hat er das noch etwas näher begründet, warum er dann zu dem Schritt sich entschlossen hat? Ich habe es bis zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht gewusst,
was eigentlich überhaupt alles gewesen ist. Das kam alles erst im Nachhinein raus. Ja. Ich wusste, dass er noch irgendwo eine Tochter hat, ein Kind hat von 2 Jahren jetzt oder 3 Jahre. Mhm. Er hat mir das auch erzählt und er hat zu mir aber gesagt, er würde diese Vaterschaft nicht anerkennen, weil das könnte eigentlich gar nicht sein. Mhm. Und ja, als es dann passiert ist, dann habe ich halt, ich bin aus der Wohnung ausgezogen, weil ich da einfach nicht mehr leben konnte. Also du meinst, dass ihn das sehr belastet hat? Er hatte mich in dem Punkt angelogen, weil als ich dann diese Wohnung geräumt habe, habe ich Briefe gefunden. Ach so. Unter anderem auch vom Jugendamt, wo er diese Vaterschaft bestätigt hat. Und er 2 Tage nach diesem, was er getan hat, eigentlich zu einer Gerichtsverhandlung sollte, um das nun alles urkundlich da. Warum hat er dich angelogen? Wärst du denn so entsetzt gewesen? Nein. Du hast auch ein Kind. Ich habe auch ein Kind. Ja, eben. Und ich wusste es ja, dass er irgendwo. Und er. Dieses Kind ist ja nicht entstanden, als ihr schon zusammen wart. Nein, das war alles vorher. Das war alles vorher. Warum hat er da so ein Geheimnis rausgemacht? Ich weiß es nicht. Das ist alles. Gut, das ist noch ein Punkt, der ans Tageslicht gekommen ist. Hat er denn auf dem Video zu dir noch eine eingehendere Begründung gesagt, warum er sich das Leben genommen hat? Weil ich ihn verlassen habe. Ach, das hat er doch gesagt. Also das letztendlich dann doch eine, ich meine, da hast du dann doch ein schlechtes Gewissen und eine Schuldzuweisung. Das hätte ich auch so gehabt, auch ohne, dass er mir das gesagt hat. Er hat gesagt, ich tue das jetzt, weil ich... Nein, so hat das nicht gesagt. Um es wortwörtlich zu sagen, das war mein Zuhause, hier habe ich mich wohlgefühlt. Ihr wart meine Familie, so hat das gesagt. Also er hat mir jetzt nicht direkt die Schuld dafür gegeben, er hat nur versucht auszudrücken, was er in diesem Moment fühlt. Verstehe. Hattest du den ganz klar schon Schluss gemacht oder nur so gesagt, ich möchte eine Auszeit ich haben? Ich möchte eine Auszeit haben. Ja, aber es war noch gar nicht entschieden, richtig? Es war so, ich hätte es auch nie getan. Mhm. Ich hätte es nie getan. Ich hätte mich den Abend zu Hause hingesetzt und hätte nachgedacht, dann hätte ich ihn angerufen. Mhm. Sabine, wenn so etwas Grauenhaftes passiert ist, stelle ich es mir fast noch grauenhafter vor, mir irgendwann dann Tage später, oder ich weiß nicht, wie lange es bei dir gedauert hat, dieses Video anzugucken. Ich wollte es mir auch erst nicht angucken. Wie lange hast du gewartet, bis du es eingelegt hast? Einen Tag später. Doch, schon am Tag später. Einen Tag später, ja. Aber ist man denn nicht in einem Zusatzschock seelisch dann, wenn man das dann nur noch sieht? Wenn man ihn da sprechen sieht? Ich weiß es nicht. Also mir hat es teils. Ich war fix und fertig, wo ich das gesehen habe. Ich habe gehört, das kann alles nicht sein, das ist alles nicht wahr. Wie lang ist das Video? 20 Minuten vielleicht. Also, das heißt, er hat sehr viel gesagt. Er hat ganz viel gesagt. Aber du hast mir jetzt gerade so die Quintessenz wiedergegeben, also ist das Wichtigste. Mhm. Ja. Weswegen hat er denn vorher schon diese Selbsttötungsversuche unternommen? Das eine Mal, da waren wir aber gerade erst zusammen, da ist er in U-Haft gekommen. Ist was? In U-Haft. In U-Haft. Und ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ich will nicht sagen, dass er labil gewesen ist. Das war er ja vielleicht doch ein bisschen. Ja, das glaube ich aber auch schon. Was das anging schon. Ja. Und das war Berechnung. Das war Berechnung, dass er das gemacht hat. Also er wollte nur nicht in den Knast. Mhm. Und das andere Mal, das war eben auch wegen dem Streit. Zwischen euch beiden? Zwischen uns beiden, da waren wir dann auch schon länger zusammen. Und was hat er da gemacht? Das Gleiche, wollte das machen und ich habe am Fenster gestanden. Ich konnte das halt gerade so sehen und dann sehe ich, wie er das machen will. Mhm. Und in dem Moment, wo er, wie soll ich das sagen, runtergestiegen ist, sage ich jetzt mal, da ist das Stricke dann gerissen und... Meinst du, dass er das da auch so ein bisschen berechnend gemacht hat, um Druck auf dich auszuüben? Beim zweiten Mal? Ich sehe es als Hilfeschrei und ich habe diesen Hilfeschrei nicht gesehen. War er in psychologischer Behandlung? Nach dem zweiten Mal habe ich mir gesagt, entweder du lässt dich jetzt behandeln und wir ziehen das jetzt durch oder ich kann so mit der Angst kann ich nicht leben. Und hat er es gemacht? Er hat es mir gesagt, dass er es gemacht hat, aber ich weiß es nicht genau. Da war ich zu nachlässig. Da hätte ich. Aber ihr habt ja zusammen gewohnt, da kriegt man ja mit, wenn der Partner regelmäßig zu einem Psychologen geht. Er ist regelmäßig weggegangen, aber ob er da nun gewesen ist, kann ich nicht sagen. Hast du nicht mal nachgeforscht? Doch, aber direkt erzählt hat er nicht. Also nicht mal, hast du nicht mal nachgeforscht bei dem Arzt? Nein, bei dem Psychologen? Nein. Warum? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja, aber das ist doch wichtig, auch für dich, für dein Gefühl. Ja, das weiß ich jetzt auch. Mhm. Was ich jetzt tun müssen, das weiß ich. Das kannst du jetzt immer noch machen. Das ist ja das ist ja aktenkundig, wenn es ein Patient war, der regelmäßig dorthin gegangen ist. Und wenn du den Fall schilderst, wird man dir mit Sicherheit Auskunft geben. Habe ich mir auch schon überlegt, aber ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich antun möchte. Weil du Angst hast, vielleicht zu noch hören, mehr zu erfahren, als ich jetzt schon weiß. Nein.
Inhaltlich wird man dir nicht viel erzählen können, aber allein die Tatsache, wenn du erfährst, dass er regelmäßig dorthin gegangen ist, finde ich ja schon, dass es dich entlastet. Weil du hast ja das mitbewirkt, dass er da hingehen soll. Und er war dann in medizinischer, psychologischer Hand, was ja wichtig ist. Was solltest du denn noch machen dann? Ich hätte bei ihm bleiben müssen, wie ich es ihm versprochen habe. Was heißt bei ihm sein müssen, wenn er schon regelmäßig zu einem Psychologen geht? Ich hätte vielleicht mitgehen wollen. Das glaube ich nicht unbedingt, ob das das Klügste gewesen wäre. Natürlich hättest du es vielleicht noch mehr überwachen können. Ja. Deswegen, ja, aber deswegen ist es doch gut, wenn du das versuchst rauszukriegen jetzt im Nachhinein, ob er wirklich da war. Ich kann verstehen, dass man sich da Vorwürfe macht. Aber ich bin ganz zwiegespalten jetzt bei deiner Geschichte, wie gerechtfertigt das ist, sich Vorhaltung zu machen. Ich glaube, das war ein sehr labiler Mensch, dein Partner. Vielleicht wäre es über kurz oder lang dennoch passiert, auch wenn du dich noch so angestrengt hättest. Das ist jetzt sehr, sehr müßig, darüber nachzudenken. Gibt es denn auch manchmal so eine Überlegung bei dir, dass du Wut hast auf ihn, dass er dir das angetan hat? Ich meine, er hat dir ja unglaublich viel angetan. Ich bin wütend auf mich selber. Aber vielleicht solltest du auch nicht allein die Schuld bei dir suchen. Es ist ja auch ich will es jetzt mal bei allem Respekt vor dem Toten, aber es ist ja auch sehr feige, was er da gemacht hat. Wegen Kleinigkeiten zu gehen und dann die Person, die man so liebt, mit einer so schweren Bürde zurückzulassen. In seinem Video hat er gesagt, er könnte es nicht ertragen, nicht mehr mit mir zusammen zu sein, nicht in meiner Nähe sein zu können. Ja, das könnte er nicht. Aber damit er hat ja im Prinzip sein Leben zerstört und damit auch noch zumindest über einen langen Zeitraum dein Leben auch zerstört. Und das ist das Schlimme daran, finde ich. Und das würde ich ihm auch zum Vorwurf machen. Kann ich nicht. Sabine, ich möchte, dass du etwas weiter mit meiner Psychologin, mit der Elke, sprichst. Und auch mit ihr nochmal erörterst, dass du an diesen Psychologen herantrittst, bei dem dein Freund damals war. Ich würde es wirklich raten, weil darin auch eine Chance für dich besteht, etwas Erleichterung zu finden. Wenn er nämlich regelmäßig dort in der Behandlung war, ist das gut für dich, für dein Gefühl. Finde ich. Du legst mal auf und Elke ruft dich an. Okay. Alles Gute. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heißt, heute Nacht, das habe ich verloren. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr einen großen Verlust erlitten habt. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Gegenstand sein, das kann aber auch so etwas nicht Greifbares wie Ehre vielleicht sein. Ein Verlust, unter dem ihr sehr leidet, der euch sehr zu schaffen macht, der vielleicht ganz frisch ist oder der auch schon sehr lange zurückliegt. Und ihr sagt, das liegt jetzt schon 5, 6, 8, 10 Jahre zurück, aber ich kann es eigentlich immer noch nicht verwinden. Ich vermisse dieses oder jenes so sehr. Telefonnummer 0800 5678 111 und die E-Mail-Anschrift lautet 1live.domian@wdr.de. Bitte dann auch noch die Telefonnummer draufschreiben, wenn ihr mailt. Christine begrüße ich herzlich und Christine ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Christine. Ja, das habe ich verloren. Was möchtest du erzählen? Bei mir geht es darum, dass ich mein Kind verloren habe. Das heißt nicht durch Tod, sondern dadurch, dass ich es zur Adoption freigegeben habe. Mhm. Wann war das? Im Januar. In diesem Jahr? Mhm. Also ganz frisch? Ja. Warum hast du es zur Adoption freigegeben? Das Kind ist durch eine Vergewaltigung entstanden. Und ich bin schon Mutter von zwei größeren Kindern. Wer war der Vergewaltiger? Mir völlig unbekannt. Ist es draußen auf der Straße passiert? In einem Waldstück. Also ganz klassisch, du bist überfallen worden, während du dort entlang gegangen bist. Richtig. War es am Tag, war es nachts? Ja. Es war am helllichten Tag. Am frühen Morgen, ja. Du hast diesen Mann, kannst du dich an das Gesicht erinnern? Nein, ich habe von dem Gesicht kaum was gesehen, weil der von hinten aus den Büschen kam. Und später habe ich dann das Gesicht, ja, wahrscheinlich durch den Schock, auch nicht mehr so richtig wahrgenommen. Ja. Er hat dich niedergeschmissen? Ja, vor allen Dingen festgehalten und untergedrückt und vergewaltigt. Hat er dir auch angedroht, das Leben zu nehmen?
Ja, eigentlich gar nicht mal so wörtlich ausgedrückt, aber ich hatte furchtbare Angst und ja. Hast du geschrien? Nein. Nein. Und dann ist er direkt nach der Tat sofort verschwunden wieder. Ja, also ich bin dann natürlich liegen geblieben und ja, als ich mich dann rumgedreht hatte und soweit wieder alles, also meine Gedanken überhaupt wieder irgendwie sortiert hatte, war er dann weg, ja. Wieso hast du, nachdem dann klar war, dass du durch diese Vergewaltigung schwanger geworden bist, nicht abgetrieben? Ja, die Frage ist mir sehr häufig gestellt worden. Was heißt sehr häufig? Also es sind nur wenige Leute, die davon wissen. Ja. Ich konnte es einfach nicht. Versuch das mal zu erklären. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich ganz viele andere Leute auch nicht. Wenn einem so ein Leid zugefügt worden ist, hat man da nicht die Sehnsucht, dass das, was der in mir hinterlassen hat, dass das wieder weg soll aus mir, raus aus mir? Nein, das war ein ganz, ganz zwiespältiges Gefühl. Sicherlich einerseits auch das, was du gerade sagtest, aber andererseits ja, war das eben dieses Leben und ja, also ich kann es einfach nicht. Ich verurteile niemanden, der abtreibt oder so, aber ich für mich wäre das... War das relativ klar für dich oder hast du schon damit gerungen, mit der Möglichkeit? Nein, das war sehr klar. Das war sehr klar sogar. Das ist erstaunlich. Hast du so einen religiösen Hintergrund? Nein, das nicht. Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Gab es denn auch das Gefühl, ziemlich am Anfang, so dieses Parallelgefühl zu dem Schock, zu dem Ekel, zu dem Hass, dass es auch zur Hälfte dein Kind ist, das da wächst? Ja. Ganz eindeutig? Ja, ganz eindeutig. Wie war denn dann die Schwangerschaft? War die auch ambivalent? Ja, sicher. Das war sie. Also sie war, ist Gott sei Dank alles sehr normal verlaufen, also ohne große Komplikationen. Und das Einzige, was sehr, sehr schwierig war, ist, dass ich diese Schwangerschaft halt die ganze Zeit verheimlicht habe. Ne? Vor meinen Kindern, vor der gesamten Umgebung. Hast du einen Partner? Nein. Nun kann man eine Schwangerschaft ja nicht so ganz lange verheimlichen. Naja, man kann es schon lange, oder Frauen können das schon lange unter Umständen. Wie lange hast du sie denn verheimlicht? Bis zum Schluss? Ja, fast bis zum Schluss. Wie hast du das angestellt? Ja, ich weiß es selber nicht mehr. Das ist, ich habe mich selber in so einem, so abgekapselt von allem auch. Ja, man sieht es doch irgendwann. Ja, sicher, man sieht es irgendwann. Ich habe natürlich auch irgendwann meinen Kindern erklären müssen, warum ich dann jetzt irgendwann mal ins Krankenhaus gehen muss und so. Und ich habe dann was von Geschwüren erzählt und die wildesten Geschichten. Unsere nähere Umgebung, die beste Freundin oder vielleicht leben deine Eltern noch, weiß ich nicht. Ja, zu meinen Eltern habe ich kaum Kontakt und beste Freundin wohnt glücklicherweise relativ weit entfernt. Das heißt, du hast dich am Anfang gar nicht mit niemandem besprochen? Nein. Du hast das ganz für dich alleine entschieden und durchgezogen? Ja. Wann hast du zum ersten Mal jemandem das erzählt? Noch vor der Geburt? Ja, das war kurz vor Weihnachten. Wem hast du es erzählt? Da bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, der mich dann sofort zu meiner Frauenärztin weitergeschickt hat, weil er sagte, es muss ja jetzt irgendwas passieren, Mutterpass muss erstellt werden und es muss Untersuchungen müssen gemacht werden. Und da bin ich dann auch ganz brav hingegangen und das waren dann die ersten beiden Personen. Wie kannst du mir erklären, dass du das niemandem erzählt hast? Auch nicht der besten Freundin, auch wenn sie weiter weg wohnt, kann man ja telefonieren oder in so einem Fall auch mal zu Besuch hinfahren. Warum hast du geschwiegen? Ich bin es eigentlich gewohnt gewesen, schon immer sämtliche Dinge mit mir selber auszumachen. Und das war für mich so eine, ja, erstmal so ein Schockerlebnis und dann so eine Entscheidung, ja, die musste ich einfach mit mir ganz alleine treffen. Gab es während der Schwangerschaft auch so ein Gefühl des Ekels? Da wächst etwas in mir, was ich nicht will? Nein, also geekelt habe ich mich nie vor dem Kind. Nein. Wie kam die Entscheidung, dass du es dann zur Adoption freigegeben hast? Ja, durch meine Erfahrung eben halt als Mutter, als alleinerziehende Mutter, wusste ich, dass es einfach schon sehr, sehr schwierig ist, Kinder aufzuziehen, die man gewollt hat. Ja. Und dass Liebe alleine eben einfach auch nicht reicht. Und wenn man dann schon so ein gespaltenes Verhältnis zu der Entstehung hat und zu dem Kind und ich weiß ja überhaupt nicht, was für ein Gefühl ich aufbauen würde. Kann ich es vielleicht auch so verstehen als so eine Art Vorsichtsmaßnahme, dass du nicht richtig einschätzen konntest,
wie werde ich zu dem Kind sein? Vielleicht kann ich es gar nicht so herzlich lieben wie meine anderen Kinder. Und um dem vorzubeugen, gebe ich es lieber in eine Familie, wo es wirklich richtig geliebt wird, hoffen wir, und voll anerkannt wird. Ja, das war mir das Allerwichtigste, genau. Du hast das Kind gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen, es kam per Kaiserschnitt zur Welt und ich war zwar bewusst bei der Geburt dabei, aber das passiert ja alles hinter so einem Tuch. Mhm. Und ich hatte mich vorher dafür entschieden, weil ich einfach jetzt dann auch am Ende meiner Kräfte war, es dann nicht zu sehen, aber ich habe die Eltern kurz vorher kennengelernt. Ja. Also ein Kind aus einer Vergewaltigung auszutragen, dann zur Welt zu bringen und dann zur Adoption freizugeben, es nicht zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass hinter dir jetzt eine ganz, ganz schwere Zeit liegt. Ja. Das mit Sicherheit. Ja. Dieses zur Adoption freigeben, war das auch nochmal eine sehr schwere Überwindung für dich, weil du dich jetzt gemeldet hast zum Thema, das habe ich verloren. Verloren heißt ja immer so etwas, man trauert dem auch nach. Ja, sicher. Du trauerst dem Kind auch nach. Ja. Aber es ist nicht jetzt schon so ein Gefühl, dass du es bereust oder denkst, hätte ich es doch lieber dann doch nicht getan? Nein, also die Entscheidung steht für mich fest und ist auch gut. Also nicht nur vom Verstand, auch vom Gefühl her. Aber dieses Gefühl des Verlustes wird immer bleiben. Also ich muss ja sagen, Christine, ich kann das nicht nachvollziehen, was du gemacht hast, aber ich habe hohen Respekt davor, was du getan hast. Ich glaube, dass man da sehr viel Kraft für braucht, auch sehr viel, auch eine hohe moralische Überzeugung, das so durchzuziehen. Niemand hätte es dir verübelt, wenn du gesagt hättest, ich will es abtreiben. Wahrscheinlich nicht, aber ich mir selber. Naja, das meine ich damit, was ich gerade sagte. Hast du, um nochmal auf die Vergewaltigung zurückzukommen, hast du eine Anzeige erstattet? Ja, einen Tag später. Ist irgendetwas daraus geworden? Nein, bis jetzt leider nicht. Das heißt, du hättest ja eigentlich, du bist natürlich dann danach auch nicht ins Krankenhaus gegangen? Nein. Um eine DNA-Untersuchung machen zu lassen, das ist alles versäumt worden. Richtig. Das heißt, wenn man, also die Chancen, diesen Täter zu finden, sind relativ gering. Was hat denn dieses Gewaltverbrechen ansonsten für Spuren in dir hinterlassen? Sofern du das überhaupt jetzt so auseinanderhalten kannst, auch nach der Schwangerschaft. Ja, das ist wirklich schwierig, das stimmt. Das ist sehr schwierig, ich hatte kaum Zeit, mich eigentlich von dem einen Schock zu erholen, als dann schon der nächste Schock kam und es ging so ineinander über. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall nicht verarbeitet, das mit Sicherheit nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Zeit von Tat bis zu dem Zeitpunkt, als du gemerkt hast, ich bin schwanger, auch zusätzlich die Hölle war, weil du sicher auch drüber nachgedacht hast, ne? Kann es sein, dass ich vielleicht schwanger bin und so? Ja. Und als du es dann erfahren hast und dir klar war, ich bin schwanger, was war da dein allererstes Gefühl, dein wirklich tiefes Gefühl? Tja, ich hatte, so plötzlich das anhört, ein Schuldgefühl. Ein Schuldgefühl? Ja. Warum? Ja, weil ich dachte, sowas Blödes kann wirklich wieder nur dir passieren. Also es war so, diese Wahrscheinlichkeit in meinem Alter und dann bei diesem einen Mal. Ist absurd, ne? So ein Gefühl dann zu haben. Ja. Hast du dir auch Gedanken darüber gemacht, dass du in irgendeiner Weise infiziert hättest sein können mit einer schweren Krankheit, mit AIDS, mit Hepatitis C? Oder? Sicher. Hast du dich da auch entsprechend untersuchen lassen? Nein. Auch nicht? Erst im Krankenhaus dann. Ach so. Du hast gerade etwas gesagt, was ich ganz wichtig finde. Du hast gesagt, verarbeitet habe ich das überhaupt nicht. Ich war so beschäftigt mit all den ganzen Sachen, die hinter mir liegen. Ich finde, dass du sehr, sehr, sehr nötig Hilfe brauchst. Ja. Professionelle Hilfe. Du musst zu einem Psychologen. Ich würde dir gerne, vielleicht ist das als erste Hilfestellung für die Einfädelung dann einer professionellen Hilfe für dich, ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, das wäre schön. Ja, das ist die Elke heute Nacht. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Christine. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Also du legst auf und Elke ruft dich an. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Die Maria ist hier. Die Maria ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Maria. Oh, du klingst aber traurig. Ja. Was ist los? Also, als ich geboren wurde mir halt mein rechtes Bein amputiert.
Als du geboren wurdest? Ja, so kurz nach meiner Geburt. So ein paar, zwei, drei Wochen später. Warum? Das lag halt daran, dass mein rechtes Bein kürzer war wie mein linkes und die Ärzte halt gedacht haben, dass es halt besser wäre, wenn sie es machen, dann hätte ich dann für mein späteres Leben keine Probleme. Moment mal, also, nur weil das Bein kürzer ist als das andere? Wie viel kürzer war es denn? Ich weiß nicht genau. Das andere war normal groß halt und das andere wesentlich kleiner. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Und deine Eltern, können die das nicht genau erzählen, wie das damals war, vor 18 Jahren? Nee, also ich habe da ziemlich häufig nachgefragt, aber meine Eltern, die sagen da halt nicht viel zu. Die sagen halt, ja, es war halt kürzer, die Ärzte haben so entschieden. Wir haben es halt auch für okay gefunden. Die Ärzte werden schon wissen, was zu machen. Und aber das Bein, ich muss es nochmal fragen, weil ich ganz erstaunt bin darüber. Das Bein, was amputiert wurde, war ganz gesund, nur kürzer. Nee, da war auch, ich weiß nicht, das war nicht ganz gesund. Aber meine Eltern, die haben es mir zwar erklärt, aber die haben es mir so umständlich erklärt, dass ich im Endeffekt gar nicht verstanden habe, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Wie weit ist das Bein amputiert? Bis oben an den an die Hüfte? Nee, also das Knie ist nicht mehr dran, aber so ein, wie heißt das? Halt der Oberschenkel. Der Oberschenkel, der ist da. Ja. Jetzt bist du damit aufgewachsen. Du kennst deinen Körper gar nicht anders als denn ohne die Amputation. Aber ich höre so daraus, wie du das jetzt erzählst, dass du doch darüber sehr, sehr traurig bist und dass du irgendwie auch misstrauisch bist, ne? War das damals so richtig? Haben meine Eltern richtig gehandelt? Haben die Ärzte richtig gehandelt? Habe ich das richtig verstanden jetzt? Ja, eigentlich schon, weil, wie gesagt, meine Eltern haben es mir zwar erklärt, aber so umständlich, dass ich es im Endeffekt gar nicht verstanden habe. Wird man da nicht wütend und haut da mal irgendwann auf den Tisch und sagt, du bist immerhin 18 Jahre alt. Erklärt mir das mal richtig, was damals war. Meine Eltern blocken da eigentlich immer tierisch ab. So. Vermutest du, dass da irgendwie was hintersteckt, dass deine Eltern nicht sorgfältig genug mit der Sache umgegangen sind und zu sehr das in die Hände der Ärzte gelegt haben? Vermutest du das? Ja, wahrscheinlich. Oder meine Eltern wissen selber gar nicht, was damals abgegangen ist, weil ich habe auch halt häufig bei den Ärzten nachgefragt und ich bin halt damals in Münster operiert worden. Ja. Und dass meine Akten gar nicht mehr von damals existieren. Aha. Das ist auch ziemlich komisch. Auch sehr komisch. Ich weiß nicht, wie lange solche Akten aufbewahrt werden, aber 18 Jahre ist ja auch nicht so eine lange Zeit. Bist du Einzelkind in der Familie? Nee, ich habe noch zwei Geschwister. Noch zwei Geschwister. Was sind für dich so die größten Probleme, dass du als junges Mädel, eben als Kind auch, aber jetzt als junges Mädel, eben kein vollständiges Bein hast? Dann, ist das das rechte oder das linke? Das rechte. Dass das rechte Bein teilamputiert ist. Was ist das größte Problem, die größten Schwierigkeiten für dich? Ja, ich weiß nicht. Ich konnte halt nie wie ein normales Mädchen. Ich meine, zum Beispiel, normale Kinder lernen halt mit 2, 3 Jahren laufen. Das war bei mir halt tierisch schwierig. Also, die haben zwar versucht, mir so eine Prothese anzufertigen, aber es hat nicht richtig geklappt, weil ich konnte gar nicht richtig laufen. Und hingeflogen ist ja auch eigentlich normal. Und ich weiß nicht, als ich dann Eltern wurde, dann auch immer die blöden Blicke der Leute, weil man sieht es halt auch, und dann die blöden Sprüche der Kinder, keine Lehrstelle bekommen dadurch und immer wieder auf Ablehnung gestoßen, sowas halt. Auch in der Schule? So gehänselt worden? Oder? Also in der Grundschule eher weniger, aber als ich dann auf die Realschule gewechselt habe, war das halt schon heftiger. Ich habe dann so viele Sprüche an die Ohren geworfen bekommen, dass ich teilweise zu Hause gesessen habe und geheult habe. Nur meine Eltern meinten halt, ja, du musst damit zurechtkommen, du bist jetzt alt genug, ich weiß nicht, damals war ich glaube ich 12, weil ich auf die Realschule gewechselt habe, ich weiß nicht mehr genau. Das ist natürlich ein blöder Ratschlag, ne? Da musst du mit zurechtkommen, wenn man da so unter leidet, gerade in dem Alter. Ja, ja, aber meine Eltern, ich habe meinen Eltern halt immer so vorgegaukelt, ha, mir geht's prima, ich komme damit klar. Ja. Also nach außen quasi so die taffe junge Frau, ha, ich komme damit klar, kein Problem. Aber und innen sieht's ganz anders aus. Ganz genau. Trägst du heute so eine Prothese an dem Bein? Das heißt, du kannst gehen, aber du humpelst so ein bisschen. Ja, die meisten Leute, die das halt nicht wissen, die denken, ich habe halt was an der Hüfte. Ja. Wie ist das so mit Jungs? Hast du einen Freund oder hast du einen? Ja. Im Moment auch? Ja. Ja. Wie ist das da für dich? Schämst du dich? Ja. Doch, total. Also wir sind zwar schon jetzt seit 1,5 Jahren zusammen, aber ich weiß nicht, wenn wir halt
näher uns näher kommen. So, ich meine, wir hatten auch schon Geschlechtsverkehr, so ist es nicht, aber wenn, dann halt immer mit Licht aus und bloß nicht zu nahe und bloß nicht so weit unten fühlen. Also das ist schon ziemlich heftig bei mir. Das heißt, dein Freund hat diesen Stumpf noch gar nicht gesehen? Ich weiß nicht, kann sein, vielleicht ein Lichtschein so, aber so richtig bei Tageslicht noch nicht, nee. Ja. Redet er so darüber? Sagt er zu dir, hier Maria, mir ist das völlig egal? Oder schweigt ihr beide da so ein bisschen peinlich betreten drüber? Nee, also er hat direkt von vornherein gesagt, so, er nimmt mich so, wie ich bin und ihm ist es im Endeffekt egal, weil er ist mit mir zusammen und nicht mit meinen Beinen. Und ja. Auch mit deinen Beinen, das ist ja auch ein Teil von dir und das bist ja auch du, so wie du bist. Ja, das ist schon richtig, aber er meinte das halt in dem Sinne, dass er mich so nimmt, wie ich bin. Ja, das habe ich schon verstanden. Das finde ich auch einen tollen Ausdruck von ihm. Wahrscheinlich hast du viel mehr Bedenken und viel mehr Scham, als es begründet ist. Wahrscheinlich ist er viel lockerer drauf, als du drauf bist. Wahrscheinlich. Kann sein, ne? Hast du Angst, dass er sich davor ekelt, wenn er das richtig sieht und wenn du ich damit... Nee, ich finde es eigentlich nur peinlich, ihn mir so präsentieren, wie ich bin. Weil ich hatte damals auch, ich hatte zwar Sportunterricht, aber ich wurde davon eigentlich immer befreit. Und bei Schwimmunterricht war ich sowieso nicht vorhanden, beziehungsweise vorhanden, aber bin ich ins Wasser gegangen, weil ich mich geschämt habe, weil ich musste mir in den Jahren so ein dickes Fell ansetzen, beziehungsweise ich musste, ich hatte gar keine andere Wahl, aber das, die Sprüche der Leute, oh, guck mal, da kommt Holzbein und ich weiß nicht, das geht irgendwann einem so an die Substanz, dass man irgendwann nicht mehr kann. Echt, das haben die Kinder so gesagt? Guck mal, da kommt Holzbein. Ja. Aber noch. Du hast... Ja, und noch schlimmere Sachen? Ja, ja, klar. Was denn? Ja, ich weiß nicht, so, guck mal hier, die Humpeliese und sowas halt, so Holzwurm, so eine Scheiße. Ja, ja, sowas. Aber du hast ja jetzt die Chance, finde ich, wenn du dann, du hast einen tollen Freund, mit dem du ja schon eine ganze Weile zusammen bist, wie du gerade gesagt hast. Offensichtlich scheint ihr euch ja sehr gerne zu haben. Ja. Ne? Und er dich auch, sonst wäre er nicht so lange mit dir zusammen. Ja. Ne? Ja, das ist doch alles wichtig und das muss man ja auch so positiv sehen. Damit hast du doch eine ganz tolle Chance, vielleicht etwas von diesen ganzen Komplexen und von all den schlimmen Sachen, die du erlebt hast, loszuwerden, zumindest in dieser Beziehung. Versuch doch mal, Maria, ein bisschen offensiver damit umzugehen. Versuch doch mal ein bisschen gezielter gegen die Scham anzugehen. Zeig's ihm doch mal ganz einfach. Einfach so? Ja, einfach so. Ich bin fast sicher, ich könnte wetten, dass er sagt, okay, ich finde es gut und wird Respekt vor dir haben, dass du so offen damit umgehst. Und er wird dich nicht minder lieb haben, wie er dich jetzt lieb hat. Und dir tut es unglaublich gut, weil du gerade dann, zumindest bei einem Menschen schon mal, die Hemmung verloren hast und dich freier bewegen kannst. Und sicher auch viel mehr Spaß an Erotik und Sexualität hast. Denn so, kann ich mir vorstellen, ist das alles eine krampfige Sache. Wenn du ständig im Kopf hast, oh, hoffentlich packt er jetzt nicht nach unten, hoffentlich sieht er nichts oder geht das Licht an oder weiß ich irgendetwas. Ja, ich weiß nicht, ich habe gerade eben auch bei deinen Mitarbeitern im Hintergrund schon gesagt, dass wenn wir halt, wie soll ich sagen, ein bisschen heftiger, wenn ich halt vorher was getrunken habe. Aber wenn ich was getrunken habe, dann ist das einfacher für mich. Aber ich trinke ja nur nicht jeden Tag. Nee. Aber ich meine, einmal ist es auch okay, wenn du dir ein bisschen Mut antrinkst, wenn du dich offenbarst und wenn du es ihm mal zeigst. Dann kannst du ja vielleicht mal ein Gläschen Sekt vorher getrunken haben oder so. Na, das reicht nicht. Wäre ja nichts gegen einzuwenden. Aber grundsätzlich meine ich wirklich, das solltest du versuchen. Und da solltest du ein bisschen gegen dich angehen. Und dich nicht zu sehr in der Scham so mitreißen lassen, die natürlich begründet auch ist, nach all dem, was du erfahren hast. Aber bei deinem Freund ist es nicht begründet. Mach es mal, versuch es mal. Ich bin sicher, du hast nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Maria. Versuchst du es mal? Willst du es mal versuchen? Versuch's mal. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute dafür. Okay. Tschüss, Maria. Tschüss. 1.34 Uhr ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian und unser Thema heute Nacht heißt Das habe ich verloren und möchte gerne mit euch reden über Verluste, die ihr habt hinnehmen müssen, die ihr habt erleiden müssen. Telefonnummer 0800 5678 111 und jetzt bin ich verbunden mit Claudia und die ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Claudia. Was hast du verloren? Ich habe vor 3 Wochen meine Mutter verloren. Also die ist an einer schweren Lungenembolie gestorben. Wie alt ist deine Mutter geworden? 53. So jung noch? Noch kein Alter.
Und ja, hat auch ein hartes Leben hinter sich, sag ich mal, was mir natürlich jetzt auch noch mehr wehtut, ne? Mhm. Dass sie zum Schluss so unglücklich war, dass sie selber schon immer gesagt hat, sie möchte nicht mehr leben. Ach, das hat sie gesagt? Mhm, ganz oft. Lungenembolie, was bedeutet das? Kam das ganz plötzlich oder war das im Rahmen einer Erkrankung? Also, ich habe auch mit ihrem Arzt geredet. Also, meine Mutter war Diabetikerin. Mhm. Und die Ärzte haben vor 2 Jahren zu spät erkannt, dass sie einen Jacquard-Fuß hat. Das ist, das kriegen normalerweise nur alte Frauen, die ganz lange Diabetes haben. Mhm. Da wird so der Fuß, der ist ganz dick geworden, da wirbeln die Knochen so durcheinander und haben keinen festen Halt mehr. Ja, das kenne ich ja. Genau, und dadurch, dass sie aber auch schon Nervenstörungen in Händen und Füßen hatte, konnten sie so ohne Betäubung unten operieren. Mhm. Und sie hatte dann immer eine offene Stelle am Fuß, die ewig nicht zugeheilt ist. Mhm. Und dadurch saß sie jetzt seit 2 Jahren im Rollstuhl. Mhm. Also hat sie schon viel mitgemacht. Ja, ja. Und ja. Also mein Stiefvater, der hat sie auch verlassen und hat hier noch mit seiner Freundin gewohnt und sie tyrannisiert und ins Heim stecken wollen und all so ein Kram, ne? Mhm, und hat nur auch dadurch auch einen Haufen Schulden, Geldschulden gehabt. Deswegen habe ich hier gewohnt, um sie zu unterstützen in allem. Und hatte eben es wirklich nicht leicht. Und jetzt zum Schluss ist ihr das alles wirklich wohl auch zu viel geworden. Und sie fühlte sich auch nicht mehr zum Schluss. Und da hat sie dann immer gesagt, sie möchte nicht mehr und sie kann nicht mehr. Und das heißt, sie hatte auch gar keine Kraft mehr gehabt? Nein, überhaupt nicht. Also viele, die sie kannten, haben gesagt, ein Wunder, dass sie überhaupt so lange auch durchgehalten hat. Die wären schon viel eher dran kaputt gegangen. Lungenembolie bedeutet ja auch, dass man dann sehr schnell stirbt, ne? Ja, also es ist so eine frische Lunge, also frische Thrombose. Das wird ja durch eine Thrombose ausgelöst. Die kann man dann noch mit Medikamenten heilen. Ja. Und wenn die aber schon länger, und die muss schon länger wohl gewesen sein, dann nicht mehr. Mhm. Und sie war auch oft beim Arzt und die haben aber, ich habe ja auch einen Arzt gefragt, weil ich dachte so, ne, wenn man im Rollstuhl sitzt, ist ja auch, wenn man länger irgendwie sitzt oder so, kriegt man ja meistens Thrombosemittel. Ja, ja. Und das fand ich so frech von dem Arzt. Der sagte dann nur zu mir, ja, ihre Mutter war ja Diabetikerin und wenn man die Lungenembolie hätte heilen können, dann wäre es irgendwas anderes gekommen. Das war nun mal das Schicksal ihrer Mutter. So. Ja, so kaltschnäuzig können Ärzte sein. Ja. Das war richtig. Das fand ich richtig hart. Hat sie denn, da das sich dann doch noch ein bisschen hingezogen hat, noch sehr lange leiden müssen aufgrund der Embolie? Also es war so, am 8. Februar ging es eben morgens ganz, ganz schlecht. Mhm. Und da habe ich dann, also gar keine Luft mehr und nichts bekommen. Und da habe ich dann einen Notarzt geholt. Und die Woche vorher hatte ich schon die ganze, es hört sich blöd an, aber ich hatte die ganze Woche über so ein ganz unruhiges Gefühl, als ob irgendwas Schlimmes passiert. Mhm. Und als es dann am Samstag passiert ist mit dem Notarzt, habe ich gedacht, ach, das war das. Jedenfalls habe ich einen Notarzt geholt. Und der Arzt hat dann zu mir gesagt, hätte ich nicht einen Notarzt geholt, hätte sie den Samstag schon nicht mehr überlebt, weil sie kaum Sauerstoff im Blut hatte und ganz Fieber und alles drum und dran. Und nur doch Diabetes, Zucker hoch und alles. Wann ist sie dann verstorben? Freitag drauf. Am Montag haben sie erstmal festgestellt, dass sie eine beidseitige Lungenembolie hatte. Mhm. Haben sie dann aber auf Normalstation und es ging ihr auch von Tag zu Tag besser. Mhm. Und ich mache mir natürlich dort Vorwürfe, weil ich Donnerstag nicht noch im Krankenhaus war. Und das kommt ja dann, wenn jemand tot ist, macht man sich Vorwürfe über alles, was man irgendwann mal gesagt hat. Oder, ja. Ne? Und das, weil ich sie noch mit meinem Problem, sag ich mal, belastet habe. Und ich weiß, dass sie sich auch immer Sorgen um mich gemacht hat. Meinst du? Ja. Also das ja, weil ich auch durch das Leben mit meinem Stiefvater halt, ich habe halt Bulimie und bin selber fertig und auch immer oft traurig gewesen und da hat sie sich natürlich, hat sie auch mitgelitten. Ne? Weißt du, Claudia, dass in Anbetracht ihrer schweren Erkrankung und auch der seelischen Situation es doch irgendwie eine Erlösung für sie war? Das weiß ich auch. Nee, frage ich dich. Ja, war es, absolut, absolut. Mhm. Ich habe mir auch immer vorgestellt, wenn meine Mutter mal nicht mehr ist, ne? Mhm. Weil wir hatten so ein inniges und liebevolles Verhältnis, also wir haben uns beide abgöttisch geliebt, dass ich dann auch nicht mehr will und das nicht verkrafte. Und es ist jetzt noch nicht ein Tag gewesen, an dem ich richtig, richtig geweint habe. So tief ist auch die Trauer, der Schock. Ja, denke ich auch. Wie also, war die die Beisetzung für dich? Die ist noch nicht. Die ist noch nicht? Nein, meine Mutter wollte eine Seebestattung, also mein richtiger Vater ist vor 3 Jahren gestorben, hat eine Seebestattung. Mhm. Und die wollte sie auch gerne und die bekommt sie auch. Ist das vielleicht auch noch so ein Punkt, dass du da auch etwas Angst vor hast und aufgeregt bist, wenn du wirst ja daran teilnehmen, vermutlich? Ja, auf jeden Fall. Da fährt man dann mit einem Schiff raus. Ich kenne das, das ist ganz toll. Ist es so, dass du da vielleicht auch Angst vor hast, und weil dann nochmal so alles aufgerührt wird? Also ich denke mal, es ist so, weil jetzt im Moment habe ich auch viel zu tun. Und wenn dann die Beerdigung war und ich dann wohl alleine wohne oder so, dadurch, dass ich auch niemanden habe, ich habe also kaum Freunde, bis auf die Freunde von meiner Mutter, die mich jetzt unterstützen, denen ich auch dankbar bin, habe ich sonst gar niemanden. Und vor dem Alleinsein habe ich auch Angst, und weil ich nicht weiß, was weiterkommt. Aber die Seebestattung auf jeden Fall. Hast du dir dafür irgendetwas Besonderes vorgenommen? Ja, ich habe jedes Mal, wenn ich meiner Mutter irgendwie was sagen wollte, habe ich es in Gedichtform gemacht. Und ich habe gedacht,
die schönste Verabschiedung für mich und für sie ist, auch wenn ich das halt auch in Form von einem Gedicht mache und habe ihr dann für die Beerdigung da ein Gedicht extra geschrieben. Das hast du schon geschrieben? Ja, das ist schon fertig. Das habe ich in 5 Minuten, bei mir geht es aber schnell immer fertig. Magst du vielleicht ein paar Sätze daraus sagen? Also, wenn wir die Zeit haben, ich kann das gerne vorlesen. Kein Problem. Es muss nicht ganz, vielleicht nur so ein Teil davon. Wenn es etwas, wenn es zu lang ist, das kann ja nicht so lang dauern. Moment. Das planst du dann bei der Seebestattung, wenn die Urne ins Wasser gelassen wird? Da gibt es ja so eine Feierlichkeit, genau. das dann vorzulesen. Also ich denke kurz, bevor die Frau, die das macht, die redet ja dann auch noch. Mhm. Und bevor die das dann macht, werde ich das wohl dann ihr vorlesen halt an der Urne. Ne? Es dauert jetzt nicht 5 Minuten, ne? Nein. Ich werde... Ich wünschte, du wärst hier geblieben. Ich werde dich stets weiterlieben. Was das Größte auf der Welt, nichts hat für mich je mehr gezählt. Es tut verdammt nochmal so weh. Ich weiß, dass ich dich nie wiedersehe. So viele Dinge tun mir leid. Für Wiedergutmachung blieb keine Zeit. Bist nun bei Papa, ihr passt auf mich auf, damit mein Leben nimmt seinen Lauf. Und damit du zu Recht mal stolz auf mich bist, bin ich stark, denn ich kämpfe auch für dich. Sollst nicht umsonst gelitten haben, schon dafür werde ich nicht verzagen. Du lebst weiterhin in und auch mit mir. Werde ich glücklich, gehört ein Stück davon dir. Zugefügt habe ich dir Leid und Schmerz, drüber hinweg sah stets dein Mutterherz, das so riesig und gütig war, nicht nur für mich, es war auch für alle da. Deine Lücke lässt sich nie verschließen, werden oft noch viele Tränen vergießen, denn zu früh bist du von uns gegangen, wolltest schon lange Ruhe und Frieden erlangen. Das ist der einzige Trost für mich, dass dies war die Erlösung für dich. Dort, wo du bist, ist alles gut, das gibt mir Stärke, Kraft und Mut, auch ohne dich ist durchzustehen. Wir schaffen das, du wirst schon sehen. Ich fühle deine Liebe tief in mir, somit weiß ich, du bist auch jetzt noch bei mir. Mit meiner Seele gebe ich dir diese Liebe zurück. Wer dich kannte, hatte unendliches Glück. Toll, toll. Das hast du selbst geschrieben und so schnell, 5 Minuten unter. Ja, das geht bei mir schnell. Also ich weiß, ich habe da wohl eine Ader für. Ich mache für andere das auch, aber. Das ist ein sehr schönes Gedicht. Sehr schönes Abschiedsgedicht. Das denke ich auch. Und es sind auch so viele Wahrheiten darin. Ja. Auch zum Beispiel, ich habe eine Stelle gerade sehr wohl registriert, die ja zum Ausdruck bringen soll, dass es weitergeht. Ne? Und muss das, es auch. Und dass du auch das Beste aus deinem Leben machen willst und sollst, weil deine Mama das so gewollt hätte. Genau. Sie hatte auch im Testament geschrieben, hat sie eben so, also geschrieben, Seebestattung, ne, und dass wir alle ein opulentes Mahl machen. Und also sie war eigentlich eine ganz humorvolle Frau und war immer für jeden da. Ne? Sie hat immer erst an andere gedacht als an sich selbst. Und zum Schluss stand eben noch, dass sie auf mich aufpassen sollen, weil ich ihr eben folgen wollen würde, so ungefähr. Hatte ich auch immer gedacht, aber ich habe mir jetzt gesagt, nee, ich sag, jetzt kämpfe ich und sie soll sehen, dass ich das packe und soll stolz auf mich sein. Ganz genau. Auch wenn ich natürlich Angst habe, dann allein zu sein, aber ich mache das halt eben auch für sie so. Also Claudia, ich möchte dir von meiner Seite aus mein herzliches Beileid zum Ausdruck bringen. Und wünsche dir für diese Seebestattung eine feierliche Seebestattung, eine feierliche Stunde. Und wünsche dir für die Zeit danach sehr, sehr viel Kraft und dass du das schaffen wirst. Genau das, was du gerade gesagt hast. Das musst du für dich machen und das musst du für deine Mama machen. Das mache ich auch. Ja. Ich hoffe nicht Angst auf, ob ich mache es, aber auf jeden Fall. Alles Gute von Herzen. Vielen, vielen Dank, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Heiko, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo, Heiko. Ja. Das habe ich verloren, heißt die Sendung. Ja, ich habe eigentlich eine ganze Menge verloren. Ich bin pathologischer Glücksspieler und damit einhergehend nicht nur eben halt finanzielle Verluste, sondern eben halt auch Werteverluste, soziale Strukturen, Partnerschaften und alles. Also pathologischer Glücksspieler. Ja. Was heißt das? Wo spielst du? Was spielst du? Also ich bin spielfrei. Ich mache seit 10 Monaten bin ich in einer stationären Therapie. Ja. Geht im April zu Ende. Ich mache gerade den Schritt wieder zurück ins geregelte Leben. Es sind nur kleine Schritte. Das ist natürlich deutlich schwer mit negativen Schufa-Einträgen und ähnlichem. Na. Wie viele Jahre hast du gespielt? 13 Jahre. 13 Jahre. Und was hast du gespielt? Ausschließlich Automaten. Ausschließlich Automaten. Ja, ausschließlich reine Automatenspieler. Lass uns mal so gegenüberstellen. Wenn du das, wahrscheinlich hast du es dir längst aufgerechnet in all den Jahren. Wie viel hast du gewonnen und wie viel hast du verloren? Also verloren habe ich letztendlich, wie gesagt, alles. Also ich kann nur so überfliegen. Aber ich denke mal, wenn man alles hochrechnet, könnte man schon sagen, ein Einfamilienhaus wäre knapp bezahlt. Einfamilienhaus. Ja, weil man die Gewinne halt ja auch wieder verspielt. Mhm. Na, man spielt
spielt ja auch nicht, um zu gewinnen, sondern eigentlich, um weiterzuspielen. Also ein Betrag von 250 bis 300.000 Euro? Grob Geschäft. Könnte man sagen. Mhm. Grob Geschäft. Ja. Hast du, wie hast du dieses Geld zusammengekriegt? Ja, überwiegend eben halt durch Arbeiten. Was hast du gearbeitet oder was arbeitest du? Alles, was ich kriegen konnte. Also du hast keinen besonderen Job gehabt, wo man richtig Dickkohle macht, sondern du hast einfach geackert, um das hinterher dann wieder zu verspielen. Das ja, oder Schwarzarbeit oder dies oder das. Mhm. Also jegliche Mittel benutzt, ein Geld reinzubringen. Ja. Genau. Bist aber jetzt auch sehr verschuldet. Ja und nein. Eigentlich bin ich für einen Spieler nicht sehr hoch verschuldet, da ich Guthabenspieler war und eben halt... Was heißt Guthabenspieler? Das heißt, ich habe eben halt sämtliches Geld, was ich verdient habe, eben halt wieder verspielt. Mhm. Ich habe aber nicht vorsätzlich noch Betrügereien Richtung Kreditbetrug oder Ähnlichem gemacht. Das hast du nicht gemacht. Aber dennoch ist eine Schuldenlast da. Ja, eine Schuldenlast ist da. Ja, rund gerechnet knapp 6.000 Euro. Gut, damit kann man ja leben, ne? Ja, kann man leben, aber das sind eben halt alles so indirekte Schulden, es sind Mietschulden, unbezahlte Rechnungen, die sich angehäuft haben, die machen einen Schritt in ein Leben natürlich zurück, sehr, sehr schwer. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht nur durch die Spielsucht, sondern eben halt durch meine Verantwortungslosigkeit auch meine Gesundheit ruiniert. Das heißt, inwiefern? Ich habe eine Hüftdysplasie-Erkrankung zum Beispiel, die ich überhaupt nicht berücksichtigt habe. Eine was für eine Erkrankung? Halt mal den Hörer ein bisschen näher an. Also ich habe ich habe eine Hüftdysplasie zum Beispiel, das habe ich gar nicht berücksichtigt durch die Sucht, habe mich also praktisch zum Wrack gearbeitet. Was ist das für eine Erkrankung? Eine Hüftdysplasie, rechts und links. Also eine Hüfte. Jetzt habe ich verstanden, eine Hüfte. Ja, genau. Ja. So, das interessiert natürlich nicht, wenn du süchtig bist, willst du Geld verdienen. Natürlich. Also, ich mache jeden Job und habe mich damit also auch zum Krüppel gemacht. Wie ist es denn eigentlich mit Verbindungen gewesen, mit Partnerschaften? Ja, Partnerschaften. Ja, unglücklich kann man sagen. Ne? Also ich kann sagen, also die letzte Partnerschaft ist natürlich auch letztendlich am finanziellen Ruin zerbrochen. Das heißt, man kann sagen, dass du irrsinnig viel Geld verloren hast. Ja. Du hast auch Teile deiner Gesundheit verloren und du hast auch Menschen verloren. Deshalb. Ja, und auch mit Menschen gespielt. Das geht ja damit hinein. Also Spieler sind natürlich auch... Heiko, wie ist das passiert, dass du in diese Spielsucht so reingekommen bist? Kannst du das für dich beantworten? Das sind schleichende Vorgänge, schleichende Mechanismen. Es war erst das Freundesumfeld, das gesellschaftliche Umfeld, das war Zeitvertreib. Man ist Billard spielen gegangen oder man ist in die Gastronomie gegangen und hat mal den berühmten Fünfer reingeworfen und man hat in der Anfangszeit dann auch des Öfteren mal höhere Beträge gewonnen. Ja. Und das war natürlich der Anreiz und so kam eins zum anderen. Genau. Was war ausschlaggebend für dich, dass du gesagt hast, was ich ja sehr toll finde, ich gehe in eine Therapie, ich lasse mir helfen. Ja, was war ausschlaggebend? Ja, der ausschlaggebende Punkt war eben halt der Verlust von allem. Also Wohnraum war weg, ich habe dann mit einer Partnerin zusammengelebt, dann war es auch weg. Und ich stand praktisch vor dem Nichts. Also ich war finanziell ruiniert, keine Wohnung, keine Freundin. Dazu kamen dann ein Stück weit auch suizidale Gedanken. Ja. Ich sagte so, das Leben ist nicht mehr lebenswert. Wie ist die Situation im Moment? Wo wohnst du? Sie ist sehr gut. Also ich wohne zurzeit noch in einer Einrichtung, die ich im April verlasse. Das ist eben halt ein Haus, eine Wohngemeinschaft ohne ständige Betreuung. Die Therapeuten sind zwar da, die leben aber halt nicht mit uns zusammen. Mhm. Wir leben völlig autark. Ne? Das heißt aber so, die Perspektive ist, dass du auch irgendwann wieder eine eigene Wohnung auf autonom sein wirst. Da bin ich jetzt gerade bei und sofern ich einen Vermieter finde, der eben halt keine Schufa sehen will, wird auch das klappen. So, das heißt, wenn du zurückguckst, du bist 32 Jahre, das ist ja noch sehr jung, da ist sehr viel Mist passiert und du hast sehr viel Scheiße gebaut, sehr tief gefallen, aber es hört sich ja ganz gut an, dass du dich wieder am Aufrappeln bist. Ne? Ja, ich kann auch nur jedem Mut machen diesbezüglich. Also ich kann nur jeden ermuntern oder auch vielleicht auch, wenn jetzt vielleicht ein nasser Spieler noch zuhört und das hört, es lohnt sich was zu tun. Ja. Allerdings die Bereitschaft muss, wie bei jeder Sucht, von sich selber kommen. Also es ist eine Verhaltenstherapie und nur man selber kann seine Verhaltensmuster ändern. Ja. Na, ich habe jetzt die Basis gelegt, am Ende bin ich nicht. Das wird ein zeitlebenslanger Kampf,
sein. Natürlich, ja, ja, klar. Das ist ja im Vergleich mit anderen Süchten auch. Eben. Ich wünsche dir von Herzen, Heiko, dass das jetzt so peu à peu weitergeht und dass du dann eigene Wohnung, eigenen Job hast und alles wieder richtig gut wird. Ja, danke. Ich wünsche alles Gute. Ja, ebenso. Dankeschön. Und bleib so, wie du bist. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao. Das war der Ralf. Nee, das war der Heiko und jetzt kommt der Ralf. So ist es. Hallo Ralf, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian, aber 40. 40, ja. 40. Meine Frau ist 50. Nee, ich habe, glaube ich, auch 40 gesagt. Egal. Ja, egal. Erstmal möchte ich zu meiner Vorvorrednerin, auf mein herzliches Beileid und viel Kraft aussprechen. Hat mich schon berührt. Das ist ja nett, ja. Ja, zu meiner Geschichte. Meine Geschichte ist die, dass ich am 14. September letzten Jahres meinen Stiefsohn verloren habe. Mhm. Der ist auch an einer Lungenembolie gestorben. War 21. 21 Jahre erst. 21, ja. Wie war es bei ihm zu der Lungenembolie gekommen? Das war eine, der Arzt, ich muss es jetzt einfach so sagen, der Arzt, wo er war, hat ihn auf Rheuma behandelt. Das war eine Fehldiagnose. Mhm. Und er ist dann auch ins Koma gefallen, hat 10 Monate im Koma gelegen. 10 Monate? 10 Monate im Wachkoma, in Gießen in einer Universitätsklinik. Und wir haben ihn 10 Monate begleitet. Und er ist dann in die Uniklinik nach Gießen nochmal gekommen, wo sie ihm eine Medikamentenpumpe einpflanzen wollten, damit er entkrampft ist. Durch das Wachkoma war er sehr verkrampft. Ja. Und ich frage mal eben kurz dazwischen. Ja. Zur Erklärung. Wachkoma heißt ja, dass der Patient die Augen geöffnet hat. Er hatte die Augen geöffnet, richtig. Aber er hat nichts mitbekommen. Oder man weiß es nicht genau. Ne? Man weiß es nicht genau. Mhm. Man weiß es nicht genau. Ich meine, gut, er hat auf Musik reagiert, er hat auf Stimmen, aber nur ganz schwach reagiert. Ja. Das ist die große Frage immer, ne? Wie weit der Patient dann doch irgendwas vielleicht noch registriert. Es ist ein Rätsel letztendlich. Ja, richtig, richtig. So, dann kam also diese Pumpe, von der du gerade gesprochen hast. Ja, genau, die ihm eingepflanzt werden sollte, damit, wie gesagt, diese Verkrampfungen weggehen. Und er hat dann eine erneute Lungenentzündung bekommen, ist dann zurück in dieses Pflegeheim verlegt worden und 3 Tage später ist er dann gestorben. Morgens um 9:45. Du sagst, es war dein Stiefsohn. Es war mein Stiefsohn, ja. Das war der Sohn aus meiner Frau's ersten Ehe. Wie lange habt ihr zusammen gelebt? Wir haben 1996 geheiratet, da war er 14. Mhm. Und bis zum letzten Tag. Ja. Wie war dein Verhältnis zu ihm? Anfangs muss ich sagen, recht schwer. Mhm. Aber mit der Zeit, hat er mich akzeptiert und wir sind super gut klargekommen. Wir haben viele miteinander unternommen. Wir sind selbstständig, wir hatten ein eigenes Hotel. Mhm. Und wir haben also viel miteinander gemacht, wenn es die Zeit erlaubt hat. Ja. Als er verstorben ist letztes Jahr im September, hat er ja auch schon sehr viel leiden müssen vorher. Ja. Gab es eigentlich während dieser Leidenszeit eine realistische Hoffnung, dass er wieder ganz normal wird oder eigentlich nicht mehr? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht mehr? Eigentlich nicht. Ich meine, es war schon so, dass wir uns darauf eingestellt haben, nicht, dass er stirbt, aber wir haben die Hoffnung gehabt, dass er aus dem Koma wieder erwacht. Und gut, durch den langen Sauerstoffentzug haben wir gewusst, dass es ein Pflegefall bleiben wird. Gab es denn da auch vielleicht so ein Gefühl, ich habe mit Claudia in ihrem Fall gerade auch drüber gesprochen, dass ihr oder dass du gedacht hast, es ist auch für den Jungen eine Erlösung? Ja, wir haben nachdem Daniel gestorben ist, haben wir dann anschließend, ich meine, meine Frau und ich, wir reden nicht ganz so viel darüber, weil 4 Wochen später bin ich an Lungenkrebs erkrankt. Das kommt noch dazu. Mhm. Ich bin dann, also bösartigen Lungenkrebs, ich bin dann Chemotherapie und Bestrahlung, bin dann auch operiert worden, einen halben Lungenflügel weg. Und, ach du liebe Zeit. Ja, und man hatte eigentlich gar nicht so die Zeit, jetzt zu trauern und es ist... Ich verstehe, es ist das Leid ist es überschattet durch das neue Leid. Genau. Und man kommt gar nicht zur Besinnung wahrscheinlich, was man so denken soll, was man fühlen soll. Ja, richtig, richtig. Kannst du sagen, hast du selbst auch Kinder? Nein, ich habe selbst keine Kinder. Dass der Tod deines Stiefsohns schon so einen Verlust ausgelöst hat in dir, als wäre es dein eigener Sohn, kann man das sagen? Ja, selbstverständlich. Mhm. Ich habe selbst keine Kinder und Daniel war für mich wie mein eigener Sohn. Mhm. Ja, wie mein eigener Sohn. Das
Das heißt, aufgrund seines Wachkoma-Zustandes konntet ihr ja auch gar nicht mehr reden miteinander. Nein, nein. Ja, das war. Wir sind fast jeden Tag hingefahren. Wir haben mit ihm am Bett gesessen. Wir haben ihn gestreichelt. Wir haben ihn gewaschen. Wir haben ihn gepflegt. Und ja, es war eine harte Zeit. Es waren schwere 10 Monate, wirklich. Ja. Ja. Wie geht deine Frau mit dem Tod ihres Sohnes um, der so jung war, 21 erst? Meine Frau, also wir waren gestern, ich muss also ganz ehrlich sagen, wir waren gestern auf dem Friedhof und haben neu gepflanzt. Gestern war ein schönes Wetter. Mhm. Wir haben neue Blumen drauf gemacht und das alte runter, was so jetzt durch die Winterzeit kaputt gegangen ist. Und ja, meine Frau ist eigentlich sehr stark nach außen. Aber für sie ist es ja natürlich auch jetzt eine unglaubliche Belastung. Sie hat ihren Sohn verloren und ihr Mann ist jetzt auch so schwer erkrankt. Richtig, richtig. Mhm. Ja. Wie ist denn deine Situation? Hast du eine gute Chance, dass du geheilt werden wirst? Also ich bin im Moment krebsfrei, dadurch, dass sie mir, wie gesagt, den halben Lungenflügel und 2 Rippen weggenommen haben. Bin ich im Moment krebsfrei. Gut, ich muss zwar diese 3-monatigen Nachuntersuchungen machen, aber ich bin ja total außer Gefecht gesetzt. Ich darf nicht arbeiten. Also ich bin 100% schwerbehindert dadurch. Mhm. Ich habe jetzt auch diesen sogenannten Schwerbehindertenausweis bekommen. Ja. Arbeiten für die nächsten 3-4 Jahre ist nicht. Ja. Und du bist Hotelier vom Beruf? Ich bin Hotelier, ja. Genau. Mhm. Ja. Also ich bin gelernter Hotelkaufmann, aber naja gut, meine Frau ist auch aus der Gastronomie und wir mussten jetzt das Hotel verpachten, weil wir es einfach nicht mehr betreiben können. Wie hast du das denn so für dich empfunden? Nun hast du deinen diesen Leidensweg von dem jungen Stiefsohn mitgemacht und dann ist er gerade beerdigt, dann erfährst du in deinem auch noch jungen Alter von 40 Jahren, dass du Lungenkrebs hast. Wie hast du das so für dich aufgenommen und verarbeitet? Verarbeitet noch gar nicht, aber aufgenommen. Nein, ich habe es nicht. Ich bin ja anschließend, nachdem ich operiert worden bin ich in einer Anschlussheilbehandlung gewesen und die Ärzte, die haben mir gesagt, Herr Sauerland, Entschuldigung, jetzt habe ich meinen Nachnamen gesagt, aber ist ja egal. Ja. Die haben also zu mir gesagt, sie tun so, als wenn sie ihn im Lindern rausgenommen hätten. Mhm. Ich habe mich da noch nicht mit auseinandergesetzt. Mhm. Es ist nicht so einfach. Also ich will auch mit meiner Frau nicht so oft darüber reden, weil meine Frau hat mit dem Tod genug zu tun, mit meiner Geschichte und man hört ja so oft, dass wenn in Familien so etwas passiert ist, dass die Familie gar nicht über den Tod eines Familienmitgliedes gut sprechen kann. Nee. Dass sehr viel Schweigen in der Familie ist. Ja. Was vielleicht verständlich ist auf der anderen Seite, auf der anderen Seite wiederum sehr, sehr schwer und sehr schlecht ist für die Familienangehörigen, weil das Gespräch und das die Trauer hinauslassen, glaube ich, ganz wichtig ist. Hast du denn so vielleicht einen guten Freund oder einen Bruder oder irgendjemand, mit dem du sprechen kannst? Nein, habe ich nicht. Ich bin, ich habe keine Freunde. Ich bin eigentlich so, ich bin Einzelgänger eigentlich immer gewesen. Und ich rede auch nicht oft drüber oder auch, ja. Immerhin hast du hier angerufen, was ja schon sonderbar ist, wenn jemand so zurückgezogen eigentlich in sich lebt, sich dann hier so zu äußern. Das ist ja schon. Domian, ich muss dir sagen, ich bin jetzt 5 Monate so außer Gefecht gesetzt, wo ich, weil ich bin ja auch ein Nachtmensch, also ich schlafe tagsüber, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich gucke nachts immer deine Sendung. Und ich habe vorhin, habe ich es einfach mal probiert und ich habe das öfter mal probiert, auch bei freien Themen. Vorhin habe ich, wie ich gelesen habe, das habe ich verloren. Ich denke, probier es einfach mal. Und aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da vielleicht ein großes Bedürfnis besteht, zu reden. Ja, natürlich. Um den Verlust zu verarbeiten, um auch mit der eigenen schweren Situation umzugehen. Ja, ich meine, gut, ich versuche jetzt mal so zu einer Krebsorganisation zu gehen, wo es auch so Gesprächsgruppen gibt. Ja. Ich meine, bisher habe ich mich immer noch dagegen gewehrt, weil ich denke, Ralf, du musst das nicht, aber ich muss doch, ich merke es immer wieder. Genau, da wollte ich auch drauf hinaus. Es gibt ja nun zahlreiche Selbsthilfegruppen, auch für dein Krankheitsbild und für das, was mit dir passiert ist. Ja. Ich glaube, das ist schon sehr gut. Man hat ja nichts zu verlieren, man kann das ja mal ausprobieren. Genau. Und wenn es nichts bringt, na gut, dann kann man wieder gehen. Ja, richtig. Können wir dir vielleicht behilflich sein, dass wir dir die ein oder andere Adresse oder Telefonnummer noch geben, wenn gerne. Du möchtest? Ja, gerne. Gut, dann machen wir das so. Du legst auf, meine Psychologin ruft dich an. Mhm. Ich wünsche dir und deiner Frau von Herzen alles Gute und dir vor allen Dingen natürlich auch gesundheitlich von Herzen alles Gute. Alles klar, Domian. Auf Wiederhören, Ralf. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung, das habe ich verloren. In der Technik war Gudrunhausen.
Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Wir können über alles reden, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Nochmal der Hinweis an dieser Stelle, unsere Leitungen sind immer schon ab 0 Uhr geschaltet, da könnt ihr anrufen und ihr könnt natürlich mailen unter 1live.domian@wdr.de. Ich wünsche eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss, bye bye, bis morgen.